Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und in diesem Video möchte ich euch meine neueste Erfindung präsentieren, und zwar das Futorial Mixed Zonal Mastering Template für FL Studio mit ein paar ziemlich interessanten Techniken, die ich entwickelt habe. Bevor wir aber in die Details gehen, zeige ich euch erstmal ganz kurz hier so ein Projekt. Das habe ich eben einfach nur gebastelt, weil ich natürlich irgendein Demo-Projekt brauchte. Habe es echt in 20 Minuten irgendwie hingewurschtelt. Wir hören einfach mal ganz kurz rein und danach gehe ich ins Detail. Okay, das klingt schon ziemlich fett, finde ich. Und warum klingt das so fett? Ich habe natürlich das neue, wir sehen es hier, New from Template, Futorial Template V11016 verwendet. Und zwar, man sieht es hier, geeignet für Mixed Zonal Mastering. Und man muss sagen, ganz besonders wirklich für EDM, House, Drum and Bass, Hip-Hop, also alle die Sounddesign gewaltigen Musikrichtungen, da ist dieses Template wirklich für geeignet. Wie funktioniert das Ganze mit diesen Templates? Folgendermaßen, das Template gibt es jetzt auf Futorial, ja, Futorial oder auch fl-studio-tutorials.de. Das Template kostet, wenn man es so kaufen möchte, 5 Euro oder, total cool, ihr könnt es auch mit Fucoins kaufen, also der Währung auf Futorial. Die Umrechnung weiß ich gerade gar nicht, 180 Fucoins oder so. Die Fucoins verdient ihr, wenn ihr im Forum aktiv seid. Oder noch cooler, ihr habt sowieso schon die Futorial Maximum Base Series oder habt vor, die zu kaufen, weil dann gibt es dieses Template kostenlos dazu. Mensch, Wahnsinn, ich sollte irgendwie auf dem Markt arbeiten, oder? Klingt doch total genial. Also wenn ich das nicht alles schon erfunden hätte, ich würde es mir kaufen. Genug Werbung. Also ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Ihr kauft dann dieses Produkt, könnt es runterladen. Und was bekommt ihr? Ihr bekommt jetzt diesen Ordner, Futorial Template. Ich überlege gerade, ob ich mal zeigen soll, wo ihr den am besten reinkopiert. Das macht, glaube ich, Sinn, das einmal zu zeigen. Und zwar kommt das Ganze in euren FL Studio Ordner. Und zwar, wir sehen hier den Dateipfad, da FL Studio, das ist bei mir jetzt Version 12.3, Data, Projects, Templates, und da geht dieser Ordner einfach rein. In diesem Ordner ist dann eben die FLP-Datei und noch eine NFO-Datei mit ein paar Infos dazu. Das ist nur die Info, die ihr hier seht. Jetzt hat so ein ausgeklügeltes Template aber natürlich auch einen kleinen Nachteil, und den sehen wir jetzt, wenn ich das Template einfach mal starte. Wir wollen dieses Projekt hier nicht speichern. Dann geht etwas Zeit ins Land. Woran liegt das? Dieses Template ist natürlich sehr aufwendig. Das hat sehr, sehr viele Effekte. Das heißt, die müssen alle geladen werden. Wir sehen das hier oben. Gut, muss man mit rechnen. Also wenn man ein komplexes Template hat, ist wie eigentlich ein schon fertiges Projekt. Ist natürlich mit einer gewissen Ladezeit verbunden. Dieses Template basiert nur auf Effekten, die bei FL Studio dabei sind. Und ganz wichtig auch, es ist kein Maximus, also dieser Maximus-Effekt bei hier, der ist nicht dabei, weil der eben nicht standardmäßig bei FL Studio dabei ist, nur bei der Signature Bundle, glaube ich, oder wenn man das Plugin gekauft hat. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Was hat dieses Template schon vorkonfiguriert? Wir sehen hier im Master-Kanal haben wir ein Main EQ. Dieser Main EQ ist selbsterklärend, ein Haupt-Equalizer. Dann gibt es hier diese Dirty Mastering Chain. Ja, das ist die Futorial Mastering Chain. Wir sehen hier diese wunderschönen designten Knöpfe. Die habe ich designt. Und wir sehen hier ja ein paar Regelungen. Aber da kommen wir gleich im Detail drauf zu. Wir fangen mal an mit erstmal klar,
Diese Dinger hier sind vorbeschriftet, vorfarblich konfiguriert. Wir haben 9 Channels für was auch immer ihr wollt und dann eben so ein paar Basics. Grundsätzlich könnte man das jetzt noch weiterführen, ist natürlich auch irgendwann Quatsch, weil man muss ein bisschen gucken, wie viel braucht man so am Start. Wofür ist so ein Template eben, es ist ja genau der Gedanke dahinter, man möchte schnell starten und gewisse Schritte sind immer wieder gleich. Und deswegen benutzt man gerne solch ein Template. Und ich fange jetzt an mit der Dirty Mastering Chain. Die Dirty Mastering Chain oder wie auch immer das nennen möchte, das ist ja alles irgendwie so. Ich denke da nicht so lange drüber nach, wenn ich den Namen gebe, um ehrlich zu sein. Wenn wir uns hier das Routing mal angucken, es ist sau cool gemacht. Es ist ein Frequenz-Splitting dabei. Also wir trennen die tiefen Frequenzen von den mittleren und hohen, also ein Zweiband-Splitting. Die tieferen, also alles unterhalb von 1000 Hertz, geht in einen Limiter und obenrum machen wir gar nichts. Was hat das für einen Vorteil? Wir können im Prinzip den Track nie so richtig in die Verzerrung bringen. Ja, wir haben immer sozusagen alles bis 1000 Hertz limitiert und nach hinten raus eben kein Kompressor oder irgendwas, sondern einfach ins harte Clipping rein. Wir sehen das hier, gehen wir in eine softe Saturation, die wir im Übrigen hier einstellen können, wie stark wir die reinmischen wollen. Und wir haben hier einen 3-Band-Equalizer, das ist einfach nur die Bedienung dieser 3 Bänder hier. Ja, also für hohen, mitten, tiefen. Ich habe mir da so ein bisschen was bei gedacht, weil das ist so die Standard, dass man da noch so ein bisschen was anpassen muss. Also so im tiefen Bereich noch ein bisschen was, im hohen Bereich. Ja, also das ist so sehr grobe, großflächige Bearbeitung. Für die Details ist eben der Main EQ zuständig, um da irgendwie kleinere Frequenzen auszugleichen. Grundsätzlich gilt aber eh, wir wollen nicht zu viel Bearbeitung im Masterkanal. Wenn wir nämlich zu viel hier equalizern und alles Mögliche machen müssen, dann stimmt meistens schon was im Mixdown nicht. Ja, also diese Mastering Chain, ihr seht das hier, die ist Tutorial Master Chain, die ist dabei, also als Teil dieses Templates. Ist ja auch klar, ist ja auch schon vorgeladen in diesem Ding. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem Herzstück des Ganzen und das ist das Ding hier, Futorial Split Docking V3. Ja, wir gucken uns das Ding mal an. So cool sieht das auch aus. Und was habe ich mir dabei gedacht? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, wie der Name schon sagt, ist das also Split-Ducking. Was meine ich damit? Ducking grundsätzlich ist, was früher sagte man auch immer, diese Sidechain-Kompressor-Gedöns dazu. Also im Prinzip geht es immer darum, wenn wir eine Kickdrum haben, meistens ist es die Kickdrum oder irgendein Element, das andere Elemente wegdrücken soll. So. Die Besitzer der Maximum Bass Series kennen das bereits, deswegen kriegen sie auch dieses Template kostenlos dazu. Das ist nämlich in der Maximum Bass Series, habe ich das nochmal ganz ausführlich erklärt, wie das, was der Gedanke dahinter ist. Deswegen, also wer das nochmal ganz genau wissen will, müsste sich die Maximum Bass Series besorgen. Jetzt, wir bauen mal ganz schnell was, dann kann man das einfacher erklären. Wir brauchen eine Kick. Kick ist immer gut. Wir ziehen die hier rein. Kick geht auf die 1. Kick spielt 4-mal. Kick klingt fett. Kick wird noch ein bisschen bis an 0 dB gesättigt. So. Und jetzt wollen wir ein bisschen Bass und dafür nehmen wir einfach mal den Massive. Wir wollen keinen Bass. Wir wollen mal einen Synthi, den wir wegdrücken. Wir haben hier so einen Synthi, der kommt jetzt auf Channel 1. So, was machen wir damit? Der soll mal ein bisschen interessanter sein. Der kriegt hier so eine leichte, dass er sich so reinslidet. Dann leiert der so ein bisschen.
Dann kriegt er ein bisschen Reverb. Das Reverb wird aber nach einer kurzen Zeit, am Anfang ist es stark, aber wird dann weniger. Und jetzt benutzen wir schon mal unseren ersten coolen Effekt, Futorial Compress Me. Compress Me ist ein ganz hartes Ding, kann man nicht immer verwenden. Wir sehen ja hier diese vorgefertigte Template-Geschichte. Machen wir an, hört man erstmal gar nichts, dann können wir den Input erhöhen. Das Ganze ein bisschen komprimieren. Saturazieren, also sättigen. Wenn wir uns mal den Pegel angucken, sehen wir halt, ne, alles richtig krass. Es ist gesättigt. So, jetzt müssen wir irgendwas spielen. Irgendwas. Huch. So. Klingt jetzt noch nicht so cool, ne? Jetzt wird's cool, wenn wir Futorial SDV3 Split Docking V3 einschalten. Und zwar, wenn wir das jetzt auch mal hier den Effekt laden und wir machen das an. Wir sehen hier, das Docking passiert schon. Woran liegt das? Diese Fader sind schon vorgeroutet. Und zwar, wir sehen das hier, rechte Maustaste auf den Fader Link to Low Docking, Ducking, whatever. Remove Conflicts immer ausmachen, sonst könnt ihr nicht mehrere Slider sozusagen auf einen, wie nennt man das denn hier, Controller routen. Ja, so. Das ist auf den geroutet und der ist auf Mid- und High-Docking geroutet. Und was hat das alles jetzt überhaupt zu sagen? Wir haben hier zwei Duck-Kurven, so nenne ich es mal. Das ist für den tiefen Frequenzbereich, da wird so weggedrückt. Und im hohen Frequenzbereich wird so weggedrückt. Was heißt das? Das heißt, im tiefen Frequenzbereich wird länger weggedrückt als im hohen Frequenzbereich. Warum das alles so ist, Maximum Bass Series erklärt es euch. Jetzt können wir es aber halt hier ganz praktisch einstellen. Das ist die eine Sache, die wir einstellen können. Wir können also schon mal, wir haben das Signal in zwei Frequenzbänder aufgeteilt und können sagen, wie es weggedrückt werden soll. Mit Split Frequency können wir einfach sagen, wo die Trennfrequenz liegt. Also hier wäre jetzt quasi schwachsinnig. So, hier ist so 200, alles unterhalb von ungefähr 200 Hertz wird von dieser oberen Kurve hier weggedrückt. Und alles, was da drüber liegt, wird von dieser Kurve weggedrückt. Man hört es jetzt sehr gut. Alles, was diese ganze Mitten und Tiefen werden hiervon, also von dieser Kurve, sehr komisch weggedrückt. Und alles, was da drüber ist, kommt relativ schnell wieder rein. Wir machen mal jetzt das Extrembeispiel. Oben wird einfach gar nicht weggedrückt. Ne, man hört es oben rum, kein Ducking. Ja, und ich garantiere euch, ein besseres und detaillierteres Ducking, also Wegdrücken von Elementen, bekommt ihr nicht hin. So, jetzt gibt es hier noch einen Regler, der heißt Attack High Pass Ducking. Also das ist das Attack hiervon. Was hat das auf sich? Wenn wir uns mal die Chain anschauen, dann sehen wir, dass die mittleren und die tiefen Frequenzbereiche, also alles, was links von hier ist, wird mit Hilfe des Limiters weggedrückt. Und alles, was da drüber ist, mit dem Kompressor. Und jetzt kommt's. Der Kompressor arbeitet ja mit einem Attack. Ja, den können wir über diesen Regler hier steuern. Tada-da-da. Wir sehen das. Parallel dazu läuft. Was hat das? Was ist der Vorteil dabei?
Wir können, wenn wir einen Attack machen, dann reagiert das Ganze verzögert. Das heißt, Transienten kommen erst noch durch. Ja? Die werden nicht sofort weggedrückt. Also wir hören einfach mal, wie das Ergebnis sich anhört. Jetzt ist es so, bei 0 Attack, sofort wird weggedrückt, die hohen Frequenzen, ja. So, obwohl wir, also so genau, im Prinzip folgt das genau dem hier. Sobald ich ein bisschen Attack gebe, ist es im Prinzip so, dass dieser Synthi erst noch so ganz, ganz, ganz ein paar Millisekunden, eben diese 63 Millisekunden, angespielt wird, dann erst weggezogen. Was hat das für einen Vorteil? Auch hier wieder, wir sind in der Lage, dieses ganz brutale Wegdrücken etwas zu entschärfen. Also es gibt natürlich gerade im Big Room oder sehr, sehr brachialen Sounds, da macht dieses maximale Wegdrücken, wie man es hier sieht oder hört, da kann das ganz krass sein. Manchmal ist das aber auch zu stark, gerade bei Progressive House oder so. Da braucht man noch diesen Attack. Man braucht irgendwie noch zumindest den Anfang von diesem vielleicht Xylophon-artigen Sound oder so. Und da dreht man einfach so ein bisschen den Attack hoch und kriegt nochmal so die Anfangsinformation des Sounds wieder rein. Ihr seht schon, also ihr habt mit diesen Regelungen hier, also für einmal diese Kurve hier, diese Kurve, Attack, wie viel am Anfang noch durchkommt und bei welcher Frequenz im Prinzip das Splitting vorgenommen wird, habt ihr maximale Möglichkeiten, einfach den Groove rauszubekommen. Also den Groove beziehungsweise den Groove reinzubekommen. Ja, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Bass-Sound haben oder so. Machen wir mal ganz schnell irgendeinen Bass-Sound. Und legen den hier auf Kanal 2. Dann brauchen wir einen Deft-Filter. So. Natürlich muss der auch weggedrückt werden. Und da wollen wir keine Attack. Da soll die Kickdrum alles wegdrücken. Vielleicht so ein ganz bisschen. Ein fetter Sound. Noch nicht so natürlich völlig Optimum produziert, aber we'll be right back.
Ja, ich bin ein bisschen abgedriftet, aber ihr merkt schon, mit diesem Template, man kommt sehr, sehr, sehr schnell voran. Man hat hier die Möglichkeiten eben, man hat hier schon den Limitierer drin, man hat einen ziemlich abgefahrene, ja, so sieht das Ding aus, abgefahrene Compress-Me-Effektkette von mir, die auch sehr schnell für krasse Sounds wirkt. Und wie gesagt, das Herzstück des Ganzen, diese Split-Frequency-Ducking-Geschichte hier, da habe ich mir wirklich viel überlegt. Jetzt noch kurz als Abschluss, wenn ihr einen neuen Channel haben wollt, wo ihr das auch verwenden möchtet, dann ihr habt ja hier auch diese drei Effekt-Chains so einzeln, dann könnt ihr einfach Split-Ducking 3 da reinziehen. Und wie gesagt, auch hier dann, da passiert ja erstmal noch nicht viel. Die Dinge einfach wieder Link to Controller, da diese Seite zu Low Ducking, Remove Conflicts nicht anhaben. Accept Link to Controller, Mid and High Ducking. Und schon pumpt das Ganze wieder so, wie es soll. Und bevor ich es vergesse, noch die Send-Sektion, die ich einfach der Vollständigkeit halber mit dazugenommen habe. Also ihr habt hier ein Small Room, ein Big Room, Short Delay, ein Long Delay. Und wie funktioniert das Ganze, wenn ihr irgendeinen Sound habt, der vielleicht jetzt an sich noch keinen Reverb hat? Dann könnt ihr das einfach hier quasi hochdrehen. Könnt natürlich auch, wie der Effekt hier ist, verändern. Solltet ihr eh. Und ganz wichtig, natürlich auch die Send-Effekte sollten mit, deswegen ist es hier schon vorgesehen, damit anschalten und schon pumpt auch der Reverb natürlich mit. Und auch hier könnt ihr wieder alles einstellen, wie ihr es wollt. Und ihr seht einfach, wenn man die richtigen Sounds benutzt, die richtigen Effekte verwendet, wie schnell ihr einfach einen glasklaren, fetten Sound bekommt. Und wenn ich es jetzt noch gerade finden würde, bei da, der ist, und wir gucken uns die Waveform mal an von dem Ding. Dann sehen wir sind bei echt viel Bass angelangt, runder, warmer Sound. Ob man jetzt schon zu viel gegeben hat, ist immer Geschmackssache, aber dafür gibt es ja einfach hier den Input-Regler. Und schon haben wir ein bisschen luftiger produziert. Wir gucken uns das mal an. Ihr seht. Hier jetzt zum Beispiel, das hat jetzt eben seinen Platz bekommen. Hier irgend so ein Offbeat-Bass. Aber wir können auch ohne Probleme das Ganze schön in die Limitierung fahren, ohne dass man die Distortion sofort hören würde, wegen dieser ausgeklügelten Technik hier. Der Sound wird nicht besser, aber er wird, es verzerrt nicht. Also ihr seht, das Ding hier ist einfach saucool. Und man merkt auch kaum was von irgendeinem pumpenden, nach Luft ringenden Kompressor, weil das so verdammt cool ist, Mann. Ja,
maximale Kontrolle. Also wie gesagt, ich habe hier dann wirklich lange gearbeitet. Ich halte das Ding für wirklich sehr, sehr tauglich und benutze es auch selbst. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Update-Ideen oder so, lasst es mich wissen. Ansonsten gerne auch Feedback zu diesem Template. Ich freue mich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und wie gesagt, wir sehen uns auf Futorial. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.